Ich begrüße dich recht herzlich zu einem neuen Video und mal kurz vorab, das hier ist, wie der Titel schon sagt, komplett auf Anfänger ausgelegt, beziehungsweise für Anfänger gedacht. Es gibt ja schon relativ viele Guides und so, die sich halt auf den Endcontent beziehungsweise auf Raids konzentrieren und ja, irgendwie fehlt da so ein bisschen was für die Einsteiger, finde ich, weil ja, ich kenne das ja, man hat damals mal irgendwie so einen Probe-Account, die haben ja damals irgendwie so 20 Tage Probe-Gedöns und so gehabt, und wenn man da keinen hat, der einem das erklärt, dann war zumindest WoW damals relativ schwierig. Das hat sich zwar in letzter Zeit deutlich gebessert, aber vielleicht ist hier und da noch ein bisschen Erklärungsbedarf, und wir dachten, wir machen das einfach mal. Von daher, ihr könnt natürlich auch gerne so zuschauen, wenn ihr nicht Anfänger seid oder so. An alle Anfänger, ich stelle mich mal vielleicht kurz vor. Das ist mein Char hier, mein Hauptchar, der Tolly, dessen Tank-DK. Was ein Tank ist und so, da kommen wir später noch drauf. Wie gesagt, wir klären noch so ein paar Begriffe, die man vielleicht dann nicht so auf Anhieb weiß, aber alles der Reihe nach. Wir splitten das natürlich auch in mehrere Videos auf. Ja, ich spiele jetzt seit fast 5 Jahren WoW. Habe jetzt Anfang 2013 auch mit Guides angefangen, hier auf diesem YouTube-Kanal, und ja, wir werden sehen, wohin das Ganze noch geht. Wie gesagt, wir fangen jetzt erstmal an mit so ein paar Einsteiger-Dingern auch noch. Falls ihr, wie gesagt, die kommen halt ein bisschen Abstand, vielleicht die Videos. Falls ihr also noch Fragen habt oder so, gerne hier posten, dann kann man da vielleicht im nächsten Video oder direkt in den Kommentaren drauf eingehen. Das werden wir dann sehen. Ja, ich würde sagen, also zuerst mal, wir fangen vielleicht direkt mal bei der Charaktererstellung an. Oh, schöner Troll. Ihr müsst euch natürlich erstmal entscheiden, welche, ja, Fraktion ihr spielen wollt. Prinzipiell ist es wurscht, spielt am besten da, falls ihr mit mehreren Freunden spielen wollt, sucht euch alle eine Fraktion aus, weil untereinander kann man halt nicht miteinander spielen, wenn ja, der eine Allianz, der andere Horde ist, funktioniert nicht. Ihr müsst alle derselben Fraktion angehören, aber das sollte, denke ich, mal klar sein. Man kann natürlich nicht mit jeder Rasse auch jede Klasse spielen. Wir sehen das hier, zum Beispiel im Ork geht der Paladin, der Priester, der Druide nicht. Wenn man jetzt den Worgen nimmt, haben wir dann keinen Pala, keinen Schamanen, keinen Mönch. Das steht hier schön, also überlegt euch vielleicht, entweder welche Rasse ihr spielen wollt, also wenn ihr sagt, unbedingt hier so ein Worgen, ja, voll cool, dann könnt ihr euch danach halt die Klasse aussuchen. Wenn ihr aber jetzt sagt, ich will unbedingt einen Schamanen spielen, dann ist der Worg natürlich nichts für euch, dann nimmt er hier irgendwie einen Draenei mit so einem coolen Schnurrbart oder, keine Ahnung, einen Tauren. Da, ja, wie gesagt, da müsst ihr vielleicht ein bisschen mal durchklicken und gucken, gibt's natürlich auch alles auch in weiblich. Die Pandaren ist so ein Mischvolk, sage ich jetzt mal, die gehören zu keiner Fraktion erstmals. Die sind zuerst neutral, und irgendwann im Anfangsgebiet, also im Startgebiet, müsst ihr euch dann eine Fraktion aussuchen. Das heißt, wenn ihr vielleicht noch mit ein paar Freunden spielt oder so, oder ihr alle anfangt und ihr noch nicht genau wisst, was spiele ich denn jetzt mal für eine Fraktion, könnt ihr vielleicht damit vielleicht ins Spiel reingucken und dann erst nach einer Zeit wählen. Aber generell hat man da, denke ich mal, schon so eine klare ja, Position, was die Fraktion angeht. Ihr könnt natürlich hier auch euren Charakter anpassen, keine Ahnung. Nehme ich mal den Worgen hier. Da ändert sich das dann hier, wenn ihr da die Hautfarbe zum Beispiel, ne? Aber da, denke ich mal, muss ich euch nichts zu erklären. Das ist ja relativ selbsterklärend. Die Worgen sind noch so eine kleine Eigenheit. Die haben noch eine Menschengestalt, die aber jetzt nicht weit, nicht weiter von Bedeutung ist. So, das war es, denke ich mal, erstmal zur Charaktererstellung an sich. Ihr könnt natürlich dann auch einen Namen aussuchen und so.
blablablub. Wichtig ist natürlich auch noch der Server, auf dem ich spiele, denn Blizzard macht es mittlerweile zwar so, dass man relativ viel serverübergreifend machen kann, aber ihr solltet vielleicht gucken, wenn ihr, wie gesagt, mit mehreren Leuten anfangt, dass ihr halt auf demselben Realm, also auf demselben Server anfangt. Ich würde euch jetzt keinen empfehlen, der allzu voll ist wie BlackRock, weil da hat man dann teilweise sehr lange Warteschlangen, bis man einloggen kann. Das heißt, der ist so voll, dass man erstmal in eine Warteschlange gesteckt wird, wenn man einloggen will und dann erst nach einer Zeit einloggen kann. Das ist ziemlich nervig. Nefarian oder so, oder halt welche, die niedrig eingestuft sind, würde ich euch auch nicht empfehlen. Die sind dann so leer, dass da überhaupt nichts mehr los ist. Ich denke, so mittel oder hoch, eher mittel, würde ich fast sagen, ist da eigentlich eine ganz gute Wahl für den Anfang. Entscheiden müsst ihr euch dann noch zwischen PvE und PvP. Player vs. Player ist halt PvP und PvE ist halt Player vs. Environment. Bei PvP-Realms ist es so, dass ihr in der offenen Welt von der anderen Fraktion angegriffen werden könnt. Auf PvE-Servern ist das nicht so. Müsst ihr selbst entscheiden. Also es kann natürlich sein, wenn ihr auf dem PvP-Server seid und dann irgendwie durch die Gegend rennt und levelt oder so, dass ihr dann öfter mal umgeschnetzelt werdet. Das kann halt auf dem PvE-Server vermeiden. Ich war auf beiden schon mal, aber ja, wie es euch lieber ist. Also vielleicht für den Anfang PvE wählen, ist aber generell eigentlich wurscht, sag ich jetzt mal. Es gibt natürlich RP. Server, PvP und PvE, glaube ich auch, müsste es zumindest, ja. Das sind Roleplay-Server, da sprechen die, ja, eher altertümlich, also die verhalten sich halt auch wie in so einer, ja, mittelalterlichen Welt, sag ich jetzt mal. Also die sprechen sich nicht an wie wir jetzt, sondern halt mehr so im Mittelalter. Ihr wisst, was Roleplay ist, so. Wer es mag, kann da auch gerne drauf gehen. Meins ist es jetzt nicht so, aber okay. Wie gesagt, wenn ihr dann mit mehreren zusammen anfangen wollt oder so, sucht euch am besten einen Server zusammen aus. Man kann zwar viel realmübergreifend machen, aber wenn man jetzt zum Beispiel in eine Gilde zusammen will, geht das natürlich nur auf demselben Realm und so. Genauso wie die meisten Raids momentan noch mit dem nächsten Addon ändert sich da auch ein bisschen was, aber für die aktuellen Raids muss man momentan halt noch auf demselben Server sein. Deswegen guckt, dass ihr dann einen zusammen wählt. Hier könnt ihr natürlich auch die Sprache auswählen, aber ich weiß nicht, ob ihr des Russischen mächtig seid. Ich bin's nicht. Ich suche mir dann Deutschen aus. So. Ich denke mal, wir sind mit der Charakterstellung, der Realm-Auswahl und so weiter durch. Ich mache jetzt mal einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns in-game wieder und dann gucken wir uns mal das Interface und so weiter und so fort an. Jawohl, da sind wir auch schon dann in-game. Ungefähr so sieht es dann bei euch aus, wenn ihr euch einen Charakter erstellt habt. Natürlich steht dann an Stelle oder so, aber wir gehen jetzt einfach mal aufs Interface ein. Ihr habt auch nicht so viele Spells. Ich bin jetzt auf dem Höchstlevel. Aber es geht ja nur ums Grunddesign, sag ich jetzt mal. Ich würde sagen, wir fangen oben links an. Oben links ist euer Charakter mit ja, dieses ZZZ, was ihr da seht, also dieses, das, ja, so ein Schlafsymbol, das heißt, ihr seid ausgeruht. Und je länger ihr ausgeruht seid, desto mehr Erfahrung, ja, bekommt ihr beim Leveln. Ausgeruht seid ihr immer, wenn ihr in Hauptstädten seid oder in Gaststätten. Das heißt, je länger, also immer, wenn ihr ausloggt, guckt, dass ihr irgendwo in einer Gaststätte oder in einer Hauptstadt ausloggt. Das heißt, immer wenn ihr dieses Symbol, dieses Schlafsymbol seht, denn dann regeneriert ihr sozusagen oder erholt euch, während ihr ausgeloggt seid und ihr bekommt dann über eurem hier ist der Erfahrungsbalken normalerweise, ich habe da jetzt gerade meinen Ruf eingeblendet, da kommen wir später zu. Da bekommt ihr halt so eine blaue Leiste und die heißt, da kriegt ihr mehr Erfahrung. Das heißt, um effizient leveln zu können, solltet ihr möglichst immer in Gaststätten oder
Hauptstädten ausloggen. So, ihr habt natürlich die Leben und entweder Mana oder je nachdem, wie die Ressource für eure Klasse ist. Da kommen wir in einem anderen Video noch drauf zu, welche Klassen welche Ressourcen haben, welche Attribute die brauchen und so. Wir beschäftigen uns heute erstmal nur mit den wirklichen Grundlagen des Spiels. Genau, da gehen wir dann später genauer drauf ein. Hier unten links ist der Chat und ihr seht schon, es gibt verschiedene Kanäle, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt den ersten, das ist der allgemeine. Das heißt, wenn ihr, ich gehe jetzt einfach mal in irgendein Gebiet, wenn ihr slash 1 eingebt, erste allgemein, da steht bei mir jetzt Schrein der zwei Monde. Das ist die Stadt, in der ich mich befinde. Das heißt, ihr gebt immer ein slash und dann 1 zum Beispiel für den ersten allgemeinen Chat und dann würden wir uns jetzt hier zum Beispiel in Durota befinden, dann würde man, wenn wir jetzt in diesem slash 1 schreiben, alle in Durota was lesen können, aber welche, die sich jetzt woanders befinden, zum Beispiel hier im Brachland, könnten das dann nicht mehr lesen. Also immer auf ein Gebiet bezogen. Der slash 2, also das ist wieder dasselbe Prinzip, slash 2, entweder halt dann mit Leertaste und dann könnt ihr direkt was schreiben oder halt slash 2 und Enter. Das ist der Handelschannel, der funktioniert nur in Hauptstädten und darüber wird dann gehandelt. Da werden dann Leute gesucht für Instanzen, für Raids und so weiter und so fort. Also halt alles, was so ein bisschen mit Handel, mit Gruppensuche zu tun hat. Eigentlich gibt es auch noch einen Gruppensuch-Channel, aber den benutzt irgendwie keiner. Also in den Hauptstädten ist der meistgenutzte der Slash 2, also der Handelschannel, und außerhalb von Hauptstädten oder Städten allgemein ist es dann der Slash 1. Zudem gibt es noch viele weitere Befehle, die könnt ihr mit Slash Hilfe, war es glaube ich, genau, Slash Hilfe einblenden lassen, was ihr da alles so mit dem Chat machen könnt. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, nur so auf die Grunddinger. Zum einen, wenn ihr in der Gilde seid, könnt ihr mit Slash G in den Gildenchat gehen und könnt dann in der Gilde irgendwie schreiben, keine Ahnung, alles fit, Fragezeichen. So, dann sieht das die Gilde. Mal gucken, vielleicht antwortet ja einer. Wir werden es gleich sehen. Und sind welche? Ich habe gleich mal geguckt. So, genau. Da schreiben schon ein paar. So. Und da kann man sich halt dann in der Gilde selber unterhalten. Was anderes wäre dann zum Beispiel, wenn man sich mit Leuten direkt unterhalten will, das ist zum Beispiel dann slash W für Whisper, Freizeichen, und dann schreibt ihr den hin, den ihr anflüstern wollt. Ich nehme jetzt einfach mal Federico. So, dann schreibt ihr halt den Namen hin, da seht ihr schon eine Auswahl, wenn ihr schon Leute in der Freundesliste habt oder so, tauchen die da auf. Und dann Leertaste und dann seht ihr, das wird so, ja, rosa. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas schreibt, schreibt ihr den, den ihr da anflüstern wollt, sozusagen direkt an. Wir schreiben mal, was schreiben wir? Ich flüster dich einfach mal von der Seite an. So. Zack. Das sieht jetzt der da angeflüstert wurde, kriegt dann halt so einen Chat-Ton halt und sieht, ach, ich wurde angeflüstert und kann mir jetzt antworten. Antworten könnt ihr, wenn ihr selber angeflüstert werdet oder wenn vielleicht Flüsterter oder sie, Entschuldigung, ja mal zurück. Ansonsten, wenn ihr angeflüstert werdet, könnt ihr mit der Taste R, ich habe es umgelegt bei mir, aber ich muss die Standard-Dings, mit der Taste R öffnet ihr direkt den Wii-Flüster-Gedöns, nenne ich es einfach mal, und könnt dann so zurückflüstern, dann müsst ihr also nicht umständlich den Namen eingeben oder so. Optional, wenn ihr jemanden im Chat seht, den ihr anflüstern wollt, könnt ihr den auch einfach so anklicken. Ihr seht, da sind so eckige Klammern drum. Einfach anklicken und dann anflüstern. Ich mache es jetzt mal nicht, weil ich den nicht kenne. So.
Was haben wir noch zum Flüstern? Wenn ihr in Gruppen seid, dann einfach slash P und Leertaste, dann schreibt ihr in Gruppe. Da genau. Sie schreibt jetzt, fühle ich mich geschmeichelt, und mit R können wir jetzt einfach mal zurückschreiben. Machen wir hier so ein Ausrufzeichen. So. In Gruppen, wenn ihr euch in Gruppen befindet, einfach slash P und dann Leerzeichen, dann könnt ihr da was schreiben. Geht jetzt nicht, weil wir nicht in einer Gruppe sind. Da steht, ihr seid in keiner Gruppe. Dasselbe gilt dafür, wenn ihr in Raids seid, dann slash Raid Leerzeichen. Geht jetzt auch nicht, weil wir sind auch nicht in einem Raid. So viel dazu. Ihr bleibt normalerweise dann immer, wenn ich jetzt slash 2 mache, in diesem Channel, in dem ihr gerade seid. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Enter drücke, komme ich wieder in slash 2. Wenn ihr aber jetzt nicht in den schreiben wollt, sondern irgendwie einfach so in der Gegend was sagen wollt, dann slash S. Zack. Und dann könnt ihr hier Smiley machen. Und dann seht ihr auch direkt hier so eine Blubberblase über euch, die dann da was sagt. So könnt ihr euch halt auch offen mit Leuten unterhalten. Dann können halt aber auch alle sehen, die halt in Reichweite sind, mehr oder weniger. So. Ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Aber ich glaube, so von dem essentiellen Chat-Zeug nicht. Falls ich was vergessen haben sollte, ja, dann machen wir das später nochmal, aber das war eigentlich so das Grundzeug, was man da so für braucht. Falls ihr jetzt die Beginner-Version, die Starter-Version spielt, ich weiß nicht, ob da alle Funktionen so drin sind. Also ich spreche jetzt halt immer von ja, einer gekauften Full-Version, sag ich jetzt mal. Also bei manchen ja, Funktionen funktioniert das dann nicht, wenn ihr nur so eine Starter-Edition habt, aber da gehe ich mal einfach nicht von aus. So, hier unten sind die Spellleisten. Ja, da könnt ihr die Spells beliebig rein und rauspacken. Ich mach's mal nicht, sonst mache ich mir das hier alles unordentlich. Ja, die könnt ihr halt da beliebig anordnen. Mit den Tastenbelegungen, wie ihr hier seht, 1, 2, 3, 4, bla bla bla. Die könnt ihr auch ändern, da kommen wir gleich noch zu. Die könnt ihr auch umschalten. Hier sind so Pfeile hoch und runter. Also ihr könnt auch mehrere Leisten machen und die dann quasi immer hin und her schalten. Müsst ihr euch nur merken, wo was war und so. Hier ist quasi eine Menüleiste. Und die arbeiten wir jetzt einfach mal von links nach rechts ab. Hier seht ihr ganz links die Charakterinfo, und das Gelbe, was da in Klammern ist, müsst ihr vielleicht mal auf Vollbild machen, sonst erkennt man das nicht so schön. Der gelbe Buchstabe, der dahinter ist, der ist immer ja, die Tasten Kombination bzw. die Taste, mit der ihr die Funktion auch aufruft. Das heißt, ihr könnt einmal hier draufklicken oder aber einfach die Taste, in dem Fall jetzt C drücken, dann kommt ihr auch in dieses Menü. Das ist euer Charakter. Und ihr habt hier auch jede Menge Ausrüstungsgegenstände. Also wahrscheinlich, wenn ihr anfangt, noch nicht. Aber die könnt ihr da halt reinpacken. Ihr könnt da auch sehen, was das alles für Zeugs ist, was ihr da anhabt. Was da alles für Attribute drauf sind, Verzauberungen, Sockel und so weiter und so fort. Da kommen wir, wie gesagt, in einem anderen Video zu, wie und was ihr da machen solltet oder was für eure Klasse, die ihr spielt, ganz praktisch ist. Hier rechts haben wir, wie gesagt, die ganzen Attribute auch nochmal. Was für Stärke, was für Beweglichkeit, das Nahkampfgedöns, den Distanzkampf, Verteidigung und Zauber. Wie gesagt, da gehen wir in einem anderen Video drauf ein. Jetzt wisst ihr zumindest, wo man es findet. Hier, wenn ihr Titel habt, in diesem Reiter hier oben, können wir das weiterklicken. Ich habe hier ein paar, oh, das sind aber ziemlich viele, hätte ich jetzt aber auch nicht. Wieso steht da der Geduldige? Ich bin doch gar nicht geduldig. Na egal. Ich bin ja eher so ein Befreier Orgrimmars. Der wird dann über eurem Namen angezeigt. Ich zeige das einfach mal an dem hier. Der läuft gerade weg. Das ist natürlich so. Oder hier Astralwandlerin. Wenn ich jetzt Astralwandler aussuche, dann habe ich hier Astralwandler Toddy. Steht da in etwa so wie bei diesem Charakter hier Astralwandlerin Alessa. Und darunter, das ist halt der Gildenname. Dieses AFK heißt einfach Away from Keyboard, aber ich denke mal, so sehr in die Materie gehen wir es nicht. Wir lernen ja nicht die Computer beziehungsweise Gaming-Sprache an sich, sondern nur das Spiel. So, das sind die Titel, die könnt ihr halt, wenn ihr euch die verdient habt,
ja, da auswählen, welchen ihr dann jetzt da haben wollt. Hier gibt es einen Ausrüstungsmanager, der ist ganz praktisch, denn es gibt ja Klassen, die haben mehrere ja, Möglichkeiten bzw. mehrere Specs zur Verfügung, was das ist. Erklären wir vielleicht auch nochmal später, aber es gibt halt drei Rollen. Und das ist einmal Schutz, einmal DD, also Schadensausteiler und Heiler. Und ich zum Beispiel als CK kann Tank machen, also Schutz und Schaden. Und das kann ich mir natürlich auch für jede dieser beiden Rollen brauche ich verschiedenes Gear und da kann ich mir halt Sets anlegen. Ich nehme das jetzt zum Beispiel mal Tank. Such mir dann noch ein Icon aus. Hier, das ist eigentlich relativ wurscht. Ich nehme einfach mal das. Zack. Und jetzt hat er das genommen, was ich da gerade anhab. Wenn ich jetzt ein anderes speichern will, lege ich einfach andere Sachen an, mache ein neues Set, nenne das DD und speichere das auch ab. Und dann kann ich halt hier hin und her wechseln. Wenn ich draufklicke, zieht er die anderen Sachen an. Ist sehr praktisch, wenn man dann den Spec wechselt, beziehungsweise ja die Rolle wechselt im Raid oder generell. Kommen wir, wie gesagt, später zu. Das baut alles so ein bisschen aufeinander auf. Aber man kann ja nicht alles auf einmal machen. Deswegen, wir machen peu à peu. Ne? Man will ja auch keinen hier direkt verschrecken mit zu viel Informationen. So. Hier gibt es das ganze Rufgedöns. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Fraktionen, beziehungsweise, ja doch, Fraktionen kann man schon sagen. Ihr seht hier in WoW und ihr könnt bei so ziemlich allen dann Ruf sammeln, was euch dann, je nachdem, wie viel Ruf ihr da habt, ist. Man kann natürlich auch, wie man hier sieht, ins Negative abrutschen. Haserfüll ist jetzt nicht so toll. Ehrfürchtig ist das Beste. Eure Gilde, wenn ihr in einer seid, hat natürlich auch Ruf, bei der könnt ihr auch Ruf haben. Ja, ihr könnt halt durch Quests und so weiter und so fort halt Ruf bei den Fraktionen erlangen und dann gibt es da, nicht bei allen, aber bei ein paar gibt es halt dann Sachen, Ausrüstungsgegenstände und so, die ihr nur kaufen könnt, wenn ihr da einen hohen Ruf habt. Das sind Abzeichen im dritten Reiter. Die sind ja gedacht, die verdient man sich halt im Spiel und die kann man dann für Ausrüstung und generelles Zeug einfach ausgeben. Gehen wir auch später drauf ein. Ich zeige euch jetzt echt nur das Interface. Das wird jetzt zu weit führen, da jetzt alles im Detail zu erklären. So. Der zweite Knopf hier in unserem Menü ist das Zauberbuch. Mit P kommt ihr dahin oder halt da draufklicken. Und hier findet ihr alle eure Spells, die ihr schon habt oder die ihr noch lernen könnt. Bei mir habe ich jetzt schon alle drin. Wenn ihr die noch lernen könnt, dann sind die halt ja so gräulich, ne? Es gibt aktive und passive. Das ist hier sortiert nach zuerst aktive und dann passive. Also aktive sind halt die, die ihr hier in die Leiste zieht, die ihr dann im Kampf aktiv benutzt. Also ihr müsst die drücken, damit da was passiert. Dann gibt es noch passive. Wo ist es? Zum Beispiel Blutgeruch. Die sind halt immer aktiv oder lösen sich bei bestimmten Gegebenheiten aus. Zum Beispiel hier Blutgeruch, erfolgreichen automatischen Angriffe mit der Haupthand sowie erfolgreiches Ausweichen oder Parieren gewähren eine Chance. Die Heilung und die minimale Heilung eures nächsten Wirkens von Todesstoß innerhalb von 20 Sekunden um 20% zu erhöhen, bla bla bla. Die sind halt, wie gesagt, passiv oder hier der Todreit, dass man halt schneller reitet und so. Die braucht ihr also nicht aktiv drücken, die sind halt im Hintergrund aktiv, entweder dauerhaft oder halt, wie gerade vorgelesen, bei bestimmten Gegebenheiten. Die lernt ihr dann im Laufe, wenn ihr levelt, wenn ihr dann auf dem Höchstlevel sind, seid. Ja, habt ihr die alle, beziehungsweise die für euren Spec, kommen wir, wie gesagt, noch später drauf. Dann haben wir in diesem Zauberbuchreiter haben wir noch Berufe.
Die könnt ihr auch, ja, es gibt eine Menge Berufe, da würde ich sagen, gehen wir auch auf im speziellen Video oder in einem separaten Video drauf ein. Denn Berufe bringen zum einen, bringen ziemlich viele Vorteile. Die levelt ihr hoch, das und die, ja, zum Beispiel ihr Bergbau bringt euch Zähigkeit, dass die Ausdauer erhöht wird, ist es für Tanks zum Beispiel ganz gut. Aber da gehen wir nochmal auf im anderen Video darauf ein, welcher Beruf vielleicht für welche Klasse oder generell gut ist. Mit den Sachen könnt ihr auch schmieden, zum Beispiel könnt ihr Rüstung herstellen und so oder kochen, sollte klar sein. Dann gibt es Kernfähigkeiten. Das sind die Fähigkeiten, die ihr, wenn ihr ja euch eine Spezialisierung, eine Klassenspezialisierung ausgesucht habt, zum Beispiel beim DK gibt es Blut, Frost und Unheilig, in meinem Fall jetzt Blut. Dann gibt es hier diese Kernfähigkeiten, die ihr habt, und der Rest baut da so ein bisschen drauf auf an den Fähigkeiten, die ihr habt. Wir wollen aber keinen Klassengeiz machen, von daher hüpfen wir mal weiter. Hier, was hat sich geändert? Ist jetzt vielleicht euch nicht so interessant. Ist halt, wenn man länger spielt, dann sieht man da drin, was sich jetzt in letzter Zeit so an den Fertigkeiten geändert hat, damit man sich darauf einstellen kann. Dann haben wir Spezialisierung und Talente auf N. Und jetzt wird es interessant, das ist euer Skillbaum. Ihr seht, hier links sind so Zahlen. Und die stehen für die Level. Das heißt, wenn ihr ja Level, also ihr könnt halt immer, ihr schaltet dann nach und nach halt diese Leisten frei, sage ich jetzt mal. Die gehen halt so in diese Richtung, also horizontal. Ich vertue mich da mit horizontal und vertikal, aber ist egal. Die gehen halt so ab und dann könnt ihr euch hier immer, wenn ihr die freigeschaltet habt, eines dieser drei aussuchen, also pro Leiste, also pro Zeile, könnt ihr euch eine Fertigkeit aussuchen, sind also sechs insgesamt. Und ja, da, wie gesagt, das ist jetzt wieder klassenspezifisch. Aber ja, je nach Spec oder Spezialisierung, ich sage mal Spec, aber das, also Spec ist halt die Spezialisierung, zum Beispiel hier der Blut-Spec oder der Frost-Spec. Macht es halt mehr Sinn, das eine oder das andere zu wählen, wird jetzt aber auch zu weit gehen. Glyphen sind auch interessant, die unterstützen Fähigkeiten, die ihr habt, beziehungsweise eure Klasse. Da gibt es auch eine ganze Reihe von, die könnt ihr euch auch herstellen lassen von Inschriftenkundlern. Da muss man sich dann auch am besten durchwühlen oder Guides angucken, was da sinnvoll ist. Die schaltet ihr da auch dann mit dem Leveln nach und nach frei. So, Erfolge haben wir auf Y. Die sind eigentlich ganz cool. Also hier oben seht ihr die Erfolgspunkte, die ich bisher gesammelt habe. Sind jetzt nicht so viele, aber ja, mein Gott. Erfolge sind halt Dinge, ja, Erfolge halt, was soll man dazu sagen? Also man muss halt bestimmte Sachen machen. Zum Beispiel hier schließt 1000 tägliche Quests ab, dann kriegt ihr den Erfolg, der gibt dann 50 Erfolgspunkte zum Beispiel. Habe ich am 9.3.2013 erreicht. Es gibt auch Erfolge, die einem dann. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo gerade einen finde. Genau hier zum Beispiel. Wenn man den Erfolg hier, der Meister der Lehren hat, dann bekommt man als Belohnung einen Titel und einen Wappenrock. Es gibt auch Erfolge, da kriegt man dann Mounts oder so, also Reittiere. Also lohnt sich schon hier und da vielleicht mal ein paar Erfolge zu machen. Macht auch Spaß so mit der Gilde zusammen. Der Questlog ist auf L. Hier seht ihr die Quests, die ihr bisher angenommen habt. Habt da so eine Beschreibung, was ihr machen müsst, was ihr dafür dann im Endeffekt bekommt. Ist hier aufgegliedert in ja, verschiedene Dinge, zum Beispiel Pandan-Kampagne oder hier die zeitlose Insel. Hier könnt ihr die auch abbrechen, zum Beispiel, jo, abbrechen oder verfolgen, dann taucht die hier rechts auf. Könnte auch wieder wegmachen, so. Also alle, die verfolgt, haben da so einen Haken, dann habt ihr hier, während ihr spielt quasi, ich drehe das mal so ein bisschen, dass man es besser sieht, so eine Liste an Dingen, die ihr noch erledigen müsst, um die Quest dann
erfolgreich abzuschließen. Ist ganz praktisch. Ihr könnt natürlich auch auf der Karte euch anzeigen lassen, wo das jetzt ist, was ihr da machen müsst. War früher auch nicht so, ist also auch schon vereinfacht. Die Gilde ist auf J. Sofern ihr eine Gilde habt, wenn ihr keine habt, dann passiert da gar nichts. Ich habe in dem Fall eine und wir fangen mal auf dem ersten Reiter an. Hier ist halt Neuigkeiten, was jetzt in letzter Zeit passiert ist. Zum Beispiel der Brogia hat den Erfolgsstufe 90 errungen und so weiter und so fort, wer hier welche Sachen erbeutet hat und so. Es gibt, wenn ihr in einer Gilde seid, auch Gildenboni. Zum Beispiel hastige Ruhe, Abklingzeit des Ruhesteins um 15 Minuten verringert. Der Ruhestein, damit kommt, den könnt ihr halt in einer, bei Gasthäusern festsetzen und wenn ihr den da benutzt, castet ihr was und dann werdet ihr dahin teleportiert. Massenwiederbelebung und so in Gruppen. Lest euch das am besten mal durch, wenn ihr in der Gilde seid. Ist eigentlich ganz praktisch. Hier sieht man ganz schön, das wird halt auch in der Gilde angezeigt, wenn ihr einen Erfolg erreicht und so. Dann können alle GZ, also Graz, also Glückwunsch schreiben und so. Ist ganz nett, machen wir doch auch mal, komm. G für Gilde, ne, wir haben gelernt. GZ, zack. Und dann taucht das da auf. Ja, also hier ist quasi, die ist eher uninteressant, finde ich. Man kann da so ein bisschen gucken, was da so passiert ist, aber ja, weiß ich nicht. Am besten ist eigentlich diese Seite hier, ist die, das Verzeichnis der Gildenmitglieder. Momentan ist das so eingestellt bei mir, dass alle Mitglieder, die online sind, angezeigt werden. Ihr könnt hier unten einen Haken reinmachen, dann werden alle, die in der Gilde sind, angezeigt. Das ist aber ein bisschen unübersichtlich, wie ich finde. Ihr könnt dann auch nach Stufe, nach Klasse und nach dem Alphabet ordnen oder halt auch nach der Zone, in der die sich befinden. Aber ich habe gerne nur die angezeigt, die gerade online sind. Und hier könnt ihr dann halt auch drauf gehen und ja, gucken, zum Beispiel, das liegt dann halt auch immer an der Gilde, was da in die Notiz eingetragen ist. Bei uns ist es so, dass da immer der Name des Spielers drin steht, dass man auch weiß, mit wem man es jetzt zu tun hat. Hier oben ist der Rang. Ich kann das hier verändern, weil ich Gildenleiter bin, aber das machen wir jetzt mal nicht. So, weg. Spielerstatus, hier kann man auch noch verschiedene Sachen auswählen, Gildenstatus, dann wird das halt die Liste ein bisschen anders angezeigt, welchen Rang die haben oder die Aktivität kann man gucken, wie aktiv die Leute so sind, wie viele Erfolgspunkte die Leute haben, was für einen Gildenruf und so weiter und so fort oder auch welche Berufe, das ist sehr praktisch. Da kann man gucken, ah, ich brauche jetzt irgendwas vom Alchemisten. Ach, da sind zwei online, dann frage ich die doch mal. So, dafür sind Gilden eigentlich ganz praktisch. Wir gehen mal wieder zurück auf Spielerstatus. Finde ich immer am besten, ist aber jedem selber überlassen. Ne? Im Reiter Neues ist quasi die, ein bisschen die Erweiterung von der Hauptseite da. Hier hat man das ein bisschen detailliert. Ja, gut, wie gesagt, wer es mag, ne? Gildenbelohnung, ja, da werden halt alle Sachen aufgelistet, die ja, die Gilde erreicht hat, beziehungsweise was man sich kaufen kann. Man muss auch hier wieder, um sich manche Sachen kaufen zu können, einen bestimmten Ruf bei der Gilde haben. Ich kann in dem Fall alles kaufen, weil ich ehrfürchtig bin. Und ja, hier stehen halt auch die Preise dabei. Kaufen kann man das hier nicht, da muss man zu so einem Gildenhändler gehen. Gucken wir uns vielleicht später auch nochmal an. Hier in der Info seht ihr zum Beispiel die Gildenherausforderungen. Hier 5 von 7 Dungeons und sobald man halt, ja, man kann halt mit der Gilde 7 Dungeons pro Woche machen. Man kann natürlich auch mehr machen, aber bis 7 wird es gezählt. Und man kommt, bekommt dann halt immer Gold in die Gildenbank. Oder halt auf Szenarien und so weiter und so fort. Nachricht des Tages. Die kann ich einfach mal nochmal senden. Zack.
Die wird jedem angezeigt, der gerade einloggt. Die steht halt hier. Hier kann halt der Gildenleiter Gildeninformationen eintragen, wo ich dann ja angucken könnt. Zum Beispiel TS steht da drin und so weiter und so fort. Ist halt auch immer pro Gilde unterschiedlich. Spieler gegen Spieler ist auf der Taste H. Da könnt ihr PvP machen. Noch nicht sofort, aber das wird euch dann gesagt. Ich weiß gerade nicht, ab welchem Level man genau kann. 10 oder 15, glaube ich, kann man dann PvP machen. Es gibt dann Bodenschlachtfelder, die dann hier oben steht, die Belohnung, die man dafür bekommt. Oder halt auch spezifische. Man kann auch sagen, oh, mir gefällt das alte Raktal so gut. Mache ich das doch. Kampf beitreten und ihr seid mit dabei. Huch. Der Hals wird trocken. Und dann gibt es noch Arena, wo man dann halt Arena-Teams gründen kann und dann in einer Arena wie Gladiatoren halt gegeneinander antreten kann, beziehungsweise gegen andere antreten kann. Kräftemessen ist halt, man kann sich halt den Gegner aussuchen, also man kann jetzt eine Zehnergruppe nehmen für ein Battleground und gegen eine Gruppe auch aus 10 oder halt auch 15 oder halt mehr spezifisch sagen, ich will jetzt hier mit 40 gegen 40 im Alter Raktar gegeneinander kämpfen. Das geht zum Beispiel. So, als nächstes haben wir den Dungeon Browser, würde ich gerade sagen, Dungeon Browser auf I. I war es, glaube ich, ja, I. Der ist ganz praktisch, den könnt ihr auch nicht direkt, aber wird euch halt auch gesagt, jetzt könnt ihr den Dungeon Browser benutzen. Da könnt ihr Instanzen, also Inis, gehen und das zum Leveln werdet ihr das. Entweder könnt ihr durch Questen leveln oder halt auch durch den Instanzen spezifisch oder halt auch zufällig. Da wird ja aus denen, in die ihr schon mit eurem Level und eurer Gegenstandsstufe rein könnt, wird euch dann halt zufällig einer daraus gelotst. Da bekommt ihr dann halt Erfahrung für, aber was Instanzen sind, denke ich mal, brauche ich nicht zu erklären, beziehungsweise kommen wir vielleicht auch später darauf zurück. Szenarien sind auch, also kleine Mini-Instanzen, sage ich jetzt mal, das ist halt ein Szenario in Anführungszeichen, das ihr dann da abarbeitet, mehr oder weniger, wo ihr dann auch Belohnungen für kriegt. Schlachtzugsbrowser ist der Looking for Raid, das Looking for Raid Tool. Das sind Raids, da könnt ihr eh nur auf Höchststufe rein, da kommen wir, glaube ich, auch später zu. Genauso wie die flexiblen Schlachtzüge. Herausforderungen gehen auch nur auf der Höchststufe, von daher lassen wir die jetzt auch nochmal außen vor. Wir wollen jetzt auch nicht zu viele Bomben, das ist sowieso schon zu lange hier. So. Ich habe das jetzt auf der Komma-Taste. Ich weiß nicht, wo es standardmäßig ist. Müsst ihr einfach mal gucken, wenn ihr da drüber fahrt. Nämlich das Reittier- und Haustier-Fenster. Hier sind all eure Reittiere, die ihr bisher gesammelt habt. Sowohl Flugreittiere als auch welche für den Boden. Schnelle und langsame. Und hier könnt ihr dann halt auch welche aussuchen. Ich gehe mal eben nach draußen. Weil hier drinnen in Städten, beziehungsweise in Gebäuden könnt ihr natürlich nicht aufsitzen. Das wäre auch total unhöflich, da einfach auf so einem Wolf durch die Gegend zu rennen, ne? Ich suche hier, ich habe so ein schönes Jack. Ne? Hier könnt ihr euch das auch vorher mal schön angucken. Aha, das nehme ich jetzt. Aufsitzen. Zack. Und dann könnt ihr damit durch die Gegend rennen. Da seid ihr halt schnell unterwegs. Es gibt halt verschiedene langsame und schnelle Mounts. Sollte eigentlich relativ selbstverständlich sein, dass sie halt langsamer und schneller sind. Könnt ihr natürlich auch hier rausziehen und in eure Leiste legen und dann da immer aufsitzen und absitzen und hoch und runter und links und rechts und so weiter und so fort. Der zweite Reiter ist für die Haustiere. Hier habt ihr alle Haustiere, die ihr bisher gesammelt habt, drin und ja, die könnt ihr halt auch, ihr könnt ja so Teams aufbauen und könnt die dann leveln, einfach gegen andere Tiere, aber wie gesagt, wir gehen nicht so ins Detail, ich will euch nur das Interface erklären.
Dann haben wir das Dungeon Companion, ist für Leute interessant, die raiden, beziehungsweise halt sich mal so ein bisschen über die Dungeons informieren. Hier sind halt zum Beispiel die Belagerung des Nyuzao-Tempels. Da sind hier links die Bosse. Hier stehen so ein paar Infos und links sind halt die Bosse aufgezeigt, was die für ja, Attacken können, Fähigkeiten haben und so weiter. Was die ja, droppen an Items, wenn ihr die besiegt, und wie die im Endeffekt aussehen. Da kann man sich dann vielleicht ein bisschen vorher informieren, was da auf einen zukommt. Genauso für Schlachtzüge halt auch, ne? Könnt ihr auch aussehen. Classic zum Beispiel. Zack. Schlachtzüge sind da nicht verfügbar, aber ja, alles andere Zeugs. So. Und dann haben wir noch den Shop. Über den könnt ihr halt zum Beispiel Mounts oder Haustiere kaufen. Seht ihr auch direkt mit Preisen. Da wäre ich halt, ja, muss selber wissen, ob man für so weit Geld ausgibt. Ich habe das auch schon ein, zwei Mal gemacht, aber lasst da erstmal die Finger von vielleicht, wenn ihr gerade erst angefangen habt. Wer weiß, wie lange das Spiel spielt und ob sich die Investition lohnt. So. Zu guter Letzt haben wir hier das Spielmenü auf Escape. Achso, hier der Shop. Ach, der Shop hat gar keine Taste. Ja, gut. Das Spielmenü ist halt das Menü. Hier könnt ihr zurück zum Spiel oder halt auch Spiel verlassen. Ausloggen, da kommt ihr. Ich kann euch das ja einmal zeigen. Dann kriegt ihr hier so ein Logout-Countdown, damit ihr nicht in der freien Welt ausloggt, und wenn ihr angegriffen werdet, dann wird der halt unterbrochen. Das heißt, ihr müsst ja immer so ein bisschen warten, wenn ihr ausloggt. Das ist ein bisschen nervig auf Dauer, aber was will man machen? Da kann man nichts dran ändern. So, eine Sekunde noch und da sind wir wieder. Ihr seht schon in dem üblichen guten Tag, ja, Charakterauswahlmenü. So, auf Welt betreten hüpft ihr dann wieder an die Stelle, an der ihr ausgeloggt habt. Wie gesagt, ich war jetzt, wie am Anfang erwähnt, nicht in einer Stadt. Ihr seht, hier ist kein, hier ist halt mein Level angezeigt. Und sobald ihr in eine Stadt lauft, sollte da jetzt eigentlich, genau, dieses Schlafsymbol da auftauchen. Ansonsten habt ihr natürlich hier alle Einstellungen für die Grafik und so weiter, für den Sound, bla bla. Muss man, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Interface ist, ja, könnt ihr auch einige, klickt euch da vielleicht mal so ein bisschen durch. Was ich euch empfehlen würde, ist hier den Haken bei, ganz oben bei Steuerung bei Schnellplündern reinmachen, weil wenn ihr dann einen Gegner plündert, plündert ihr direkt alles, was im Gegner drin ist, und ihr müsst nicht alles einzeln anklicken. Ist ganz praktisch. Hier könnt ihr auch die Tastenbelegung ändern. Könnt ihr halt gucken, 1 ist halt dieser hier, da könnt ihr halt was anderes, ich mach's jetzt mal nicht, aber ihr könnt halt draufklicken und dann irgendwie einen anderen Button halt wählen, den ihr dann lieber benutzen wollt. Vielleicht wollt ihr auch alles nur Buchstaben haben oder so, keine Ahnung. Makros sind ganz praktisch, da gehen wir vielleicht auch später nochmal drauf ein. Da kann man sich verschiedene Abfolgen programmieren, mehr oder weniger, die dann auf Knopfdruck ausgeführt werden. Machen wir, glaube ich, nochmal ein einzelnes Video dann zu. Hier rechts findet ihr Taschen, die öffnet ihr mit B. Und da sind halt eure ganzen Items drin, die ihr gesammelt habt. Könnt ihr ja auch schön sortieren und so weiter und so fort. Denke ich mal, brauche ich auch nicht weiter erklären. Hier rechts weitere Spellleisten, die müsst ihr auch erst aktivieren. Wo war denn das nochmal? Bei Interface Aktionsleisten, da könnt ihr halt, seht ihr, oh, genau, die könnt ihr hier gucken, aktivieren und so weiter und so fort. Wenn ihr die haben wollt, wenn nicht, lasst ihr das einfach. So, hier tauchen, wenn ihr das auf Verfolgen geklickt habt, wie gesagt, habe ich euch schon gezeigt, die Questziele auf, und hier oben ist die Minimap. Die dreht sich mit, wie ihr seht, wenn ihr euch bewegt. Aufspüren, je nachdem, was für eine Klasse ihr habt, habt ihr dann noch verschiedene Sachen. Hunter können zum Beispiel Sachen aufspüren und so weiter und so fort. Ansonsten auch berufsbezogen Mineralien aufspüren für Bergbau-Leute, die sehen dann direkt irgendwelche Erze und so. Stadtbevölkerung, ihr könnt ja Gastwirte, Schmiede, Postkästen und so weiter und so fort aufspüren lassen.
Könnt ihr euch vielleicht auch mal im Detail angucken. Des Weiteren habt ihr da oben diesen kleinen Kalender. Und hier habt ihr zum Beispiel Festtage drin oder wir sehen hier, euch können Leute zu Raids oder sonstigem einladen. Ich kann hier zum Beispiel ein Ereignis erstellen und dann sagen, bla, blub. Und zwar um 14 Uhr. Und dann kann man hier noch zum Beispiel aussehen, treffen oder PvP oder irgendwie so, ne? Und dann kann man da halt auf annehmen oder bestätigen oder bla bla. Das so ein bisschen zur Organisation von Schlachtzügen oder wenn man sich halt treffen will und so weiter und so fort, habt ihr ja einen ganz regulären Kalender. Da oben seht ihr dann, in welcher Zone ihr euch befindet. Momentan Halle des Halbmonds, wenn wir jetzt hier rausgehen. Die goldene Terrasse, also das ändert sich halt immer, wenn ihr dann in ein anderes Gebiet geht. Automatisch da oben rechts, beziehungsweise links daneben, sind dann eure Buffs, momentan die Blutpräsenz. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Horn des Winters einsetze, habe ich da noch eins oder ein Knochenschild. Die bekommt dann auch von verschiedenen Klassen, können verschiedene Buffs und so, läppert sich das dann mit der Zeit. Gut, ich denke mal, mit dem Interface sind wir soweit durch, wenn ich mich nicht vertue. Ihr könnt ja gerne mal Feedback schreiben, ob euch das so geholfen hat, ob das zu schnell war, ob das vielleicht zu viel Information war, was ihr euch noch gerne gewünscht hättet, an Informationen. Und ja, vielleicht gehen wir im nächsten Video mal drauf ein. Wie gesagt, erstmal nur das Interface und jetzt bauen wir darauf so ein bisschen langsam auf. Wir gehen noch auf Klassen ein und auf Makros und ja, aufs Spiel an sich noch. Also wie gesagt, das ist nur das erste von ganz vielen Videos. Da kommt noch ziemlich viel. Ihr könnt euch gerne noch Sachen wünschen, wenn ihr sagt, ja, das möchte ich aber jetzt unbedingt wissen hier. Dann bauen wir das in die nächsten Videos. Muss natürlich passen. Bringt nichts, wenn ihr sagt, ja, ich will weiter über Berufe wissen. Baut das mal ins Klassenvideo ein. Das macht natürlich keinen Sinn, aber wir bringen das dann unter. Ansonsten gerne Feedback geben. Falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das doch gerne, dann verpasst ihr auch die anderen Videos nicht. Uns gibt es auch auf Facebook, könnt uns da gerne mal liken, dann kriegt ihr da auch so ein paar Zusatzinformationen, wann welche Videos kommen, beziehungsweise wenn neue Videos kommen. Und ja, wie gesagt, Feedback geben. Wir probieren das einfach mal aus, das war so eine fixe Idee. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen die Grundlagen erklären. Ist wirklich ganz für die Einsteiger gedacht, die jetzt überhaupt, also quasi gar nichts noch nicht im Spiel gemacht, gar nichts noch nicht im Spiel gemacht haben. Genau. Man merkt, mein Hirn ist Matsche und wir sehen uns im nächsten Anfängervideo wieder, wenn ihr denn mögt. Ich hoffe, wir konnten helfen. Bis denn, haut rein.